von Sven heißt, Manchester Erling Haaland feierte die Tore seiner Mannschaft so fulminant, als hätte er selbst für Manchester City getroffen. Fast hemmungslos sprang der Torschütze und ab und umarmte seinen Vater, allerdings nicht auf dem Feld, sondern der Tribüne. Eine Hüftverletzung, die er sich vor 2 Wochen im Pokal zugezogen hat, verhindert derzeit den Einsatz des Norwegers. Die Länderspiele hatte er deswegen schon verpasst, nun sah er sich das Spitzenspiel der Premier League gegen den FC Liverpool als Zuschauer an. Und er sah, dass sein Team nur ohne ihn die bisher beste Saisonleistung ablieferte. Anders als in den Spielen zuvor, in denen Haaland mit seiner beachtlichen Torquote für alle Schlagzeilen sorgte, glänzte der Dauermeister City wieder wie gewohnt bis zu Haalands Wechsel im Sommer 2022 als Einheit. Vor allem die wichtigen offensiven Mittelfeldspieler, Kapitän Ilkay Gündoğan und Kevin De Bruyne trumpften auf, die beide beim teils hochklassigen 41 von City über Liverpool trafen, ebenso wie Julian Alvarez, der Haaland im Angriff ersetzte. Mit diesem Ausrufezeichen zu Beginn des letzten Saisonabschnitts unterstrich Manchester City im Titelduell mit Arsenal eigenen Ambitionen auf die 5. Meisterschaft in 6 Spielzeiten, nur Gegner Liverpool brach 2020 Serie. Die Mehrheit Zuschauer war dabei, auf den Tribünen tanzt bereits das sogenannte Poznan, eine Form des Jubelns, bei der sich die Fans mit dem Rücken zum Spielfeld drehen und sich gegenseitig an den Schultern einhaken, um auf Stelle zu springen. Ebenso euphorisch zeigte sich Trainer Pep Guardiola über seinen 100. Heimsieg in der Premier League. Nach jedem Tor wandte er sich den Fans zu, hob die Arme und küsste seine Freunde im Publikum mehrfach. So beschwingt hatte man ihn in dieser Saison noch nicht gesehen, was wohl auch daran lag, dass seine Mannschaft erst jetzt geschlossen Fußball spielte. Beim zwischenzeitlichen Ausgleich sprang der Katalane sogar so hoch, dass er bei der Landung geschockt war, weil Liverpools eingewechselter Tsimikas plötzlich vor ihm stand. Der Sieg von City wurde jedoch stark durch den Zusammenbruch von Liverpool in der zweiten Halbzeit unterstützt, wie bei der 0-5-Niederlage gegen City an derselben Stelle im September 2017, als Sadio Mane früh die rote Karte erhielt. Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nur 52 Sekunden, bis City dank des brillanten Spielmachers De Bruyne mit 2-1 in Führung ging. Liverpools Trainer Jürgen Klopp hatte seine Elf wohl extra früh aus der Kabine geschickt, um nicht ebenso früh ein Gegentor zu kassieren, denn das war in dieser verdammten Saison schon so oft vorgekommen. Als Reaktion auf das fast wehrlose Gegentor zeigte Klopp seinem Team mit beiden Händen den Scheibenwischer. Als wolle er fragen, ob seine Spieler überhaupt anwesend seien. Detailansicht öffnen Enttäuschung trotz Führung. Das Team von Jürgen Klopp wurde von Manchester City clever überspielt. Denn danach sahen sie weder in dieser Spielszene noch bei Citys anschließenden Treffern durch Gündoğan und Jack Grealish aus. Klopp gab darauf hin zu, sein Team habe Glück gehabt, dass City nicht in gieriger Stimmung sei. Wieder einmal konnte sich der angeschlagene Liverpool nicht von einem Rückschlag während eines Spiels erholen, was einen schlechten Start für die Ambitionen bedeutet, in den nächsten Wochen zumindest Tottenham Hotspur und Newcastle United für die erneute Champions League Qualifikation abzufangen. Liverpool überrascht, City setzt auf Geduld und trifft 4-mal nach Rückstand. Das Spiel begann für Liverpool großartig. Anders als zuvor war es diesmal nicht Guardiola, der mit einem taktischen Schachzug überraschte, sondern Klopp. Statt der üblichen 4-3-3-Formation agierte Liverpool in einem 4-4-2 mit Gakpo und Salah als Doppelführung. Die Idee war, sowohl Gündoğan als auch De Bruyne zu markieren, um ihren Einfluss zu begrenzen. Die Idee ging zunächst sowohl hinten als auch vorne auf. Als der Führungstreffer fiel, zerrissen Salah und Gakpo City-Innenverteidiger mit ihren Läufen über die Mittellinie und ließen Diogo Jota in entstandene Lücke laufen. Salah verwandelte seinen Abwurf nach einem herrlichen Steilpass in der 17. In dieser Szene rückte Liverpool mit nur 3 Pässen aus dem eigenen Strafraum vor, schneller als es kaum ein anderes Team kann. Als dies gelang, ging Liverpools Einsatz drunter drüber, und Fabinho Henderson mussten ihre Positionen räumen. Und das bedeutete Freiheit für Gündoğan und De Bruyne. Als der Ausgleich erzielt wurde, warf Klopp unheilvoll die Arme über den Kopf, weil er direkt vor seiner Coaching-Zone sah, wie sich Robertson neben Henderson unnötig auf De Bruyne stürzte.
Er bekam den Ball jedoch vor die beiden und leitete in der 27. Minute ein Tor von Julian Alvarez ein, das so brillant war wie zuvor Liverpool. Guardiola lobte den Haaland-Ersatz ausdrücklich. Alvarez sei an allem beteiligt, dem ersten, zweiten und dritten Tor, er sei einfach so clever mit dem Ball gewesen, ein überragender Spieler. Vor allem die herausragenden Leistungen von De Bruyne, Gündoğan und Alvarez erweckten den Eindruck, als würden sie sich in Abwesenheit des Dauertorschützen Haaland austoben, weil sie nun deutlich mehr Platz in der Offensive hatten. Ansonsten belegt Haaland, der gerade noch mitten aus dem Sturm herausgekommen ist, den Platz alleine. Das stellt Guardiola vor dem saisonbestimmenden Champions League Viertelfinale gegen den FC Bayern in 1,5 Wochen vor die Herausforderung, ob er vielleicht sogar den unumstrittenen Stammspieler Haaland aus der Startelf nimmt, sofern er bis dahin wieder fit ist.